Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Eisenbahner-Glitch und ich werde noch so ein bisschen auf den Eisenbahner eingehen, der aktuell läuft. Wenn wir erstmal kurz auf das eingehen, was gerade geändert wurde zum jetzigen Eisenbahner. Also die Questreihe betrifft ja fünf Questabschnitte. Der letzte Questabschnitt ist jetzt gerade, die ich gerade habe hier, Eigensinn, so viel ich weiß. Das hier, Eigensinn, habe ich jetzt bei 58% wegen dem Glitch, ja. Also ich sage gleich, es gibt drei Methoden, um den Glitch auszuführen, um das hier schnell fortzuführen bzw. fertig zu bekommen. Aber es hat sich noch ein bisschen was geändert. Und dazu sage ich mal eben kurz was, ja. Die Anzahl der geforderten Granatenkills wird um 50% reduziert. Zudem zählen Granatenkills durch Verbündete nun genauso wie die eigenen. Ja, das ist schon mal gut, weil diese 50 Granatenkills oder was im Schmelztiegel bzw. Eisenbahner waren richtig nervig. Dann auch die Anzahl der geforderten Schwertkills wird gesenkt. Außerdem zählen Schwertkills durch Verbündete fortan genauso wie die eigenen. Also die beiden Sachen wurden jetzt gepatcht. Das ist schon mal sehr gut. Da habt ihr nicht so viel Ärgernis mit, sag ich mal. Vor allem mit den Schwertkills. Das ging recht fix. Wie gesagt, das habe ich jetzt soweit alles hingekriegt. Und da geht das ziemlich schnell. Jetzt kommen wir noch zum Glitch. Ist eigentlich ziemlich einfach. Es gibt irgendwie drei Methoden. Einmal gibt es die Methode, ich zeige es kurz mal eben. Ihr fliegt hier erst zum Beispiel, ja, weiß ich. ETZ hier irgendwo hin, da landet ihr, ja. Dann müsst ihr auf dem Planeten von da aus wieder einen anderen Planeten anwählen und dann zum Beispiel hier auf dem Titan landen. Dann geht ihr in Orbit zurück und dann habt ihr auch schon wieder Prozente. Also zwischen den Planeten reisen, ja. Also ihr müsst erst auf einem Planeten landen und dann von da aus zum nächsten Planeten fliegen, Landezone zu Landezone, von Planet zu Planet. Dann bekommt ihr Fortschritt und wenn ihr wieder zurück in Orbit fliegt, so wie jetzt eben gerade, oder wie ich jetzt hier gerade fliege, bekommt ihr auch Fortschritt. Dann gibt es die andere Möglichkeit, die ich jetzt mal eben testen werde. Ihr müsst einfach auf den Schmelztiegel gehen, dann Eisenbahner starten. Ja, kurz warten, bis unten rechts dann die Anzeige kommt. Und dann wieder aufhören. So, das soll eigentlich auch schon alles sein, angeblich. Ich werde jetzt mal eben kurz gucken, ob das stimmt. Aber wie gesagt, das ist halt. Ja, stimmt auch. 72%. Ich habe übrigens nur einen Sieg im Eisenbahner erspielt. Ja, nur einen Sieg, nicht zwei. Ich habe jetzt einen Sieg da drinne und das war's dann. Es soll aber wohl besser gehen, wenn man zwei Siege fortlaufende Eisenbahner hat. Dann zählt das wohl ein bisschen schneller. Aber so geht der Glitch auf jeden Fall. Und die andere Methode ist halt, ihr joint irgendwo, hier zum Beispiel beim Reisenden, ja, klickt hier auf Starten, joint dahin und dann drückt ihr halt einfach dann ins Menü. Also sobald ihr im Anflug seid, drückt ihr das einfach ins Menü und geht dann halt hier auf Abmelden und wechselt den Charakter und geht wieder auf den Charakter zurück, wo ihr eh das die Quest offen habt. Also das sind die drei Methoden, die ich allerdings auch in die Beschreibung poste. Aber am einfachsten ist halt, wie gesagt, ihr macht jetzt einfach hier den hier, Eisenbahner. Ja, ich mache mal eben kurz fertig. Geht einfach auf Eisenbahner. Soviel ich weiß, wie gesagt, müsste ich eigentlich nur einen Sieg haben. Soll eigentlich aber auch nur auf zwei Siegen gehen. Das müsst ihr selber nochmal testen, weil ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber eigentlich müsste ich nur einen Sieg auf dem Eisenbahner haben. Aber wie gesagt, testet es selber nochmal. Wenn es beim einen Sieg nicht klappt, ja, dann müsst ihr zwei Siege hintereinander einfahren beim Eisenbahner. Dann klappt dieser Glitch. Aber es ist halt ziemlich einfach. Wie gesagt, einfach nur hier auf Eisenbahner klicken. Kurz warten. So, dann wieder auf Kreis, so, dann habt ihr wieder den Fortschritt. Also eigentlich ziemlich einfach. Wie gesagt, die anderen Questabschnitte sind natürlich ein bisschen anstrengender. Ja, das dauert natürlich ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das kriegt ihr auch alles hin. Ja, habe ich auch hingekriegt. Eisenbahner, der nächste ist auch im September noch. Ich glaube, vom 17. bis zum 24. soll nochmal ein neuer, also der letzte Eisenbahner für Season 7 sein. Ja, da habt ihr auch noch Zeit, das zu erspielen und fertig zu machen. So, ich mache es mal eben kurz fertig. Holen wir gleich mal kurz den Loot ab. Und ja. Oh, ja, so, klick. Ach, ich hab's gerade verpasst. So, das ist jetzt schon erledigt, ja. Easy peasy. So, jetzt gehen wir kurz mal eben zum Turm. Und ja, ich weiß noch nicht, warum die das so gemacht haben. An sich ist es ja ziemlich einfach, aber zum Beispiel auch eine nette Geste von Bungie, dass man jetzt die Möglichkeit hat, hier den Loot gleich direkt zu farmen und dann halt die Quest komplett abzuschließen und dann halt zu sagen, ja, ich bin erstmal durch mit dem Char hier, ist schon mal ganz gut. Ich habe natürlich noch ein paar Beutezüge hier, die ich noch einlösen kann, aber das mache ich dann auch mal anders. Wie gesagt, ein paar Sachen möchte ich hier noch fertig kriegen hier. Eisenüberzeugung muss ich noch machen, besiege Gegner mit Todesstößen, während du eine beliebige Waffe nutzt. Du erhältst Bonusfortschritt durch die Nutzung von Energiewaffen und Powerwaffen. Ja, das muss ich noch machen. Und da hier halt zum Beispiel ein Arsenal voller Kunststücke. Besiege Gegner mit Todesstößen, während du eine beliebige Fähigkeit nutzt. Das muss ich auch noch machen. Und ja, mal gucken. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal fertig. Und dann gibt es gleich Loot. Und das gucken wir uns auch nochmal kurz an. Ist ja jetzt mit der Quest dieses Mal in der Season 7 in Eisenbanner. Und wie gesagt, die haben natürlich auch einige Sachen gepatcht. Wie gesagt, Granatenkills sind gepatcht und halt Schwertkills sind gepatcht. Also schon ganz gut und geht auch einfach von der Hand. Ja, wie gesagt, dauert natürlich ein bisschen die Quest. Ist natürlich fraglich, ob es jetzt besser ist oder nicht. Früher war es immer mit den Beutezügen verbunden. Wenn man alle Beutezüge erledigt hat, hat man auch gleichzeitig den kompletten Loot bekommen. Jetzt ist es halt mit der Quest verbunden. Das ist natürlich schon, weiß natürlich jetzt schon ein bisschen länger. Season 7, aber ich habe noch nie so
das richtig verfolgt. Und jetzt habe ich einfach gesagt, jetzt mache ich es einfach fertig. Und gleich habe ich die Quest komplett durch und dann ist es auch gut. Wie gesagt, der Glitch ist auch easy peasy, also da müsst ihr nicht viel machen. Das ist einfach, ja, zum Teil lächerlich zum Ende hin. Letzter Questschritt. Aber dann habe ich gleich zumindest die Eisenbahnerrüstung komplett. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle Sachen überhaupt hier im Petto habe. Ob ich die Rüstung komplett zeigen kann. Es aber macht ja nichts. So, da ist der letzte Helmabschnitt, also der letzte Abschnitt, so. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und ja, jetzt kann ich natürlich hier kaufen. Und Triumph erforderlich. Ja, da muss ich noch ein bisschen was machen. So sieht man sonst aus. Aber wie gesagt, ich habe jetzt alle Sachen freigeschaltet. Wie gesagt, alles kann ich jetzt droppen. Und wenn ihr alles habt, dann sieht ihr beim Titan so aus. Eigentlich ganz okay. Wie gesagt, alles Season 7. Und ja, ob es jetzt lohnt oder nicht, müsst ihr selber wissen. Damit kann man natürlich auch Power leveln. Ja, da ist auch eine gute Sache. Mal gucken, was der Helm für Perks hat hier. Okay. Verbessertes Scharfschützengewehr zielen. Ferngesteuerte Scharfschützengewehr. Ganz gut. Schrotflintenreserven, Raketenreserven. Also eigentlich ganz okay für PvP, wenn man halt Sniper spielt. Sonst geht es so einigermaßen. Ich muss mal gucken, ob ich Eisentribut alles vollständig habe. Ich guck mal eben kurz. Ich weiß es nicht gerade gar nicht, aber den müsste ich eigentlich vollständig haben. Da habe ich die schon drinne. Doch, habe ich doch vollständig, okay. Ja, doch, die Rüstung habe ich vollständig. Gut, einmal falsch angemalt mit dem Shader. Aber ich habe sie doch vollständig. So sieht sie jetzt vollständig aus. Bei den Triumphen natürlich gibt es natürlich auch einige Sachen zu erledigen. Ich muss eben gucken, wo das war. Ich glaube, es war Schmelztiegel. Habe schon lange nicht mehr geguckt. Habe noch nicht richtig vorbereitet hier. So, da ist Eisenbanner. Ja, da habt ihr natürlich auch noch ein paar Sachen offen. Wie gesagt, ne, das ist natürlich auch Matches abgeschlossen. 5 Gegner besiegt, sammle das überarbeitete Eisentribut, Rüstungsset, schließe Eisenbanner-Matches und ab und besiege Gegner Season. Ja, das Set muss ich tragen, dann gehe ich da wieder in Eisenbanner rein und dann mache ich das hier auch fertig. Müsste eigentlich okay sein. Da habe ich das auch fertig. Season 7 Eisentribut. Das ist das, was ich noch brauche. Und hier sonst noch Events abgeschlossen. Schließe auf 3 einzelnen Charakteren jeden verfügbaren Eisenbanner-Boy-Zug in einem einzigen Event ab. Ja gut, ob ich das jetzt noch hinkriege, weiß ich nicht. Aber da gibt es natürlich auch Triumphe. Und dann, wie gesagt, ist das ja auch soweit Missionen dann zu looten hier unten. Wichtig. Vorher halt nicht, aber da kommen wir halt zu, ihr müsst halt die Rüstung vollständig haben. Das hatte ich halt vorher nicht und das werde ich dann im nächsten Video zeigen, wenn ich dann auch die Beutezüge fertig habe. Aber es war jetzt erstmal Glitch und so und der Loot, den man so kriegt, so sieht man halt dann aus. Ja, ist auch ganz okay. Ist jetzt nichts Schlechtes, wie gesagt, jeder Char sieht anders aus. Guckt auch bitte in die Beschreibung, sind noch weitere Infos. Infos kommen alle von meinem MO. Und da bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Dann würde ich sagen, viel Spaß und guten Loot euch. Und ja, bleibt am Ball. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!